Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den MBC. Auf dem Podium die beiden Trainer, Silvano Poropat und Sascha Obradovic. Coach, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, ich möchte gratulieren Sascha und sein Team. Ich denke, am Ende haben die doch verdient gewonnen. Ich möchte auch meine Mannschaft gratulieren. Ich denke, eine sehr gute Einstellung von meinen Spielern, sehr viel Energie. Die haben nie aufgegeben. Ich denke, es war auch klar zu sehen, dass wir immer da sind. Dass wir auch was mehr als nur sagen wir so ein Kosmetikergebnis erreichen wollen hier in Berlin. Ich bin stolz wirklich, wie die Jungs sich präsentiert haben. Es war keine einfache Woche für uns nach der Niederlage gegen Ulm, die überhaupt nicht realistisch war, aber leider so hoch. Und ich denke, dass letztendlich diese individuelle Qualität uns gefehlt hat, ein bisschen mehr was zu erreichen hier. Immer wieder, weil wir dieses Momentum auf unserer Seite hatten, haben wir dann Korbleger daneben oder offene Dreier von unseren guten Werfer daneben gemacht und in Defense dann auch immer wieder am Ende in erster Linie gegen Kendall entscheidende Fehler gemacht in der Abstimmung, wo wir ohne Center spielen mussten. Und leider hat es nicht gereicht, aber ich denke, es ist ein positives Zeichnis für mein Team, für MBC, für ein kleines Team, kleinen Verein, dass man so ein Spiel hier abliefern kann. Das kann uns wirklich positiv für die Zukunft stimmen. Danke. Vielen Dank. Sascha? Okay, after, I would say, you know, a very tough game against Saragossa, you know, like we didn't come out with the same energy, probably it's, you know, possible. But everybody should know also that we are still in a process, you know, like adjusting up on new situation. You know, like working with also with the guys, you know, who come, Germans, you know, they still need time, you know, like to adjust on the new system. You could see also the team, you know, like we didn't react. Our offenses was not, you know, so fast, you know, like we were a bit, you know, like blocked, you know, like with time, from time to time. Some also things, you know, which we put ourselves in a situation maybe to defend the win with, you know, like with unnecessary or unforced, you know, turnovers, we could maybe, you know, play easier, you know, like also during the game. But as I said, you know, everybody, and you should also, all of you understand that, you know, this is a process, you know, like that they get feeling more for the game, you know, like, and it's, this is, you know, like also for everybody also from my team to know, this is not individual presentation, you know. So, you know, people should be focused more on the task, you know, like what we said, you know, before. And not, you know, if there is a two more points, you know, like if this is, you know, like I never judge, you know, the game with the best scoring, you know, like on the sheet paper, you know, like best scorer, this, you know, like I really judge the game because of some other things, including, you know, like what we says in the locker room. To understand this, you know, like because it's a new coach, you know, for all of them, it's a new team. It's, you know, like also been a lot of fans, you know, who came, you know, like to see. Maybe there is a certain pressure, which they need to learn how to handle with the time. But I believe that, you know, like also we are improving, you know, like we are with winning the games, you know, we can analyze and we can say even easier. What is wrong, what is good, and to continue like this. You know. Dann vielen Dank und noch einen schönen Abend.